das noch drauf, Peyton? Schnell reparieren und dann nichts wie weg. Haupttore wieder in Betrieb. Endlich wurde auch Zeit. Fertig, die Waffenkammer ist offen. Ich hoffe, ich bereue es nicht, noch euch bis an die Zähne bewaffnet zu haben. Jim, mir fehlen die Worte. Du hast deine Schuld bei uns hundertfach beglichen. Bitte nimm dies als kleines Zeichen unseres Dankes an. Ein magnetisches Upgrade für deinen Enterhaken, mit dem du eine Verbindung zu bestimmten magnetischen Metallobjekten herstellen kannst. So kommst du in bislang unzugängliche Bereiche. Hat mir beim Erkunden der ersten Kolonie sehr geholfen. Danke. Ich wusste doch, dass das mal ganz praktisch sein würde. In der Nähe ist eine magnetisierte Platte, falls du dein Upgrade mal ausprobieren möchtest. Du findest dort sogar etwas, das für dich von Wert sein könnte. Mein Vater ist auch in jener Gegend und kümmert sich um das Gewächshaus. Er möchte dich sprechen. Geht klar, Mira. Ayotika. Quartiermeisterin, das habe ich schon ewig nicht mehr gehört. Wenn du Nachschub brauchst, kannst du ihn hier kaufen. Deine unreine Teeenergie ist bei uns nicht viel wert, aber ich kann sie verwerten. Okay, weil du uns durch das Öffnen dieser Basis geholfen hast, gebe ich dir einen guten Kurs. Ich verstau ihn in deinem Munitionsspind. Du hast viel Gutes getan. Für Mira, für mein Volk. Doch du musst Geduld haben, wenn du mir hilfst, meinen Frieden zu finden. Wir haben viele Freunde verloren. Manche Namen kennen wir. Doch das Schicksal anderer liegt im Dunkeln. Unbeantwortete Fragen. Ungreifbare Antworten. Gehe hin, wohin ich nicht komme. Und bringe Licht in das Schicksal vierer Kolonisten. Gib mir meinen Seelenfrieden zurück, und ich werde große Lehren mit dir teilen. Oh. Wenn du bereit bist, zu deiner Basis zurückzukehren, komm vor dem Lager zu mir und ich zeige dir den Weg.
zurück, Mir. Ich habe ihn ausgelockt und mich bei der Funkstation sehen lassen. Wenn ich Glück habe, führt ihn seine Neugier zur Wahrheit. Dann kann ich nur noch hoffen, dass er ein Ehrenmann ist. Sorry. Recht eng hier. Nicht gerade für Passagiere ausgelegt. Ich werde versuchen, es dir so bequem wie möglich zu machen. Hoppla. Entschuldigung. Ist das bequem genug für dich? Es wird gehen. Da lang. Zurück zur Lava. Ich mag deine Sammlung. Ich wusste nicht, dass wir das gleiche Hobby haben. Ach, nur ein wenig Zeug, um mich an zu Hause zu erinnern. Wer ist das? Ach, das ist meine Frau Grace. Sie wissen zu lassen, dass es mir gut geht, hat gerade oberste Priorität. Sie ist so schön. Ich wusste gar nicht, dass du eine Frau hast. Schon seit 10 Jahren. Vor einem Jahr haben wir einen Jungen bekommen. Gott, ein Jahr ist das her. Und du hast sie verlassen, um hierher zu kommen? Ich bin für sie hergekommen. Für sie und Hank. Es lief immer schlechter und es war ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Verstehe. Big Kids Folly wird betreten, Big Kids Folly wird verlassen, Big Kids Folly wird... Bang Bang! Big Folly! Big Folly! Big Folly! King, King, du sagst schon was. In Oh, in Wrestling. Dead. Jim, ich weiß, du bist ein Ehrenmann und ungeheuer loyal. Deshalb tut es mir weh, dich darum zu bitten. Aber du darfst Nevek nichts von uns sagen. Du darfst keinem sagen, dass wir hier sind. Ist das dein Ernst? Wie soll ich einen Platz für euch finden, wenn keiner weiß, dass es euch gibt? Du weißt nicht, welches Risiko ich eingegangen bin, nur weil ich dir vertraut habe. Ich kenne dein Wesen. Doch wenn Nevek erfährt, dass es Überlebende ihrer verlorenen Kolonie gibt, die würden Fragen stellen und Antworten verlangen. Und früher oder später werden die kommen, um sich zu holen, was sie für ihr Eigentum halten. Hör mal, ich weiß, nicht jeder hat was Nettes über Nevek zu sagen. Aber Braddock ist in Ordnung. Ich vertraue ihm. Wirklich? Und er vertraut dir? Denke schon. Warum hat er dich dann über die erste Kolonie angelogen? Tja, das werde ich ihn fragen müssen. Solange du dir nicht sicher bist, solltest du das Leben deiner Familie nicht von ihm abhängig machen. Und auch nicht das meiner Familie. Dankbar.
Sheridans Peak wird betreten. Chandana glu glu. Es lebe Miras C4-Sprengstoff. Okay, kommt mir bekannt vor. Ich höre mal wieder was von dir. Hast du meine Nachricht nicht bekommen? Mit Hank und dass er läuft? Und ja, ich weiß, du kannst jetzt nicht antworten. Jim, melde dich einfach. Bischofs Wake wird betreten.